Hallo meine Freunde der Science-Fiction-Shooter und willkommen zurück zu Let's Play Farpoint. Ich bin der Drachenbursche und wir sind mittlerweile an dem Schiff angelangt, was abgestürzt ist. Also wir kommen unserem Ziel langsam näher, vielleicht auch zu fliehen. Auf jeden Fall hoffen wir uns da noch irgendwas, dass es da irgendwie noch weitergeht und wir dadurch die Chance bekommen, hier von diesem Planeten runterzukommen. Wie dem auch sei, da sind wir hergekommen aus der Richtung. Da vorhin sind wir im letzten Part, sind wir da hinten durchgelaufen. Wir haben einen Sniper bekommen und jetzt gehen wir weiter mal hier rein. Und da nehme ich mir jetzt doch lieber die Waffe, die eher für den Nahkampf vielleicht geeignet ist. Um hier doch vielleicht auch den einen oder anderen Gegner im Nahkampf ausschalten zu können. So, da können wir nicht rein. Es ist momentan auch Nacht schon geworden, also es ist jetzt alles ein bisschen dunkler. Ich verstehe es nicht. Ist das auch die richtige Raumstation? Das ist nicht witzig. Was verstehst du nicht? Du musst mit uns reden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen. Ich würde gerne da oben drauf springen, aber springen kann man ja nicht. Wenn wir das alles anschauen, es wird anscheinend wieder doch wieder Tag. Es wird ein bisschen heller. Vielleicht auch, weil wir nach oben kommen, dass da vorher so die Schatten da unten in diesem Canyon drin waren. Das kann natürlich auch sein, dass wir deswegen nichts gesehen haben. Nun gut, wir kommen hier in die Ecke rum. Ist gerade so gegnerlos. Ich erwarte jeden Moment wieder von irgendwas angegriffen zu werden. Die Frage ist nur, wann ist es soweit? Sonst waren die Dinger mal aus. Der läutet jetzt zum ersten Mal. Vielleicht können wir uns da irgendwas anschauen. Was auch immer du bist. Ach, du bist nur eine Lampe oder scannst du auch irgendwas? Bin ich mir gar nicht so sicher, was der hier, was das seine Aufgabe ist. Kaputt schießen können wir ihn jedenfalls nicht. Scheint stabil gebaut worden zu sein. Okay. Einfach so weiter, okay? Schau einfach auf deine Monitore. Ich glaube, sie will noch nicht so ganz glauben, dass hier, was hier passiert ist, dass eventuell keiner mehr leben könnte. Kann ich ja auch verstehen. Naja, immerhin die Schutzschilde funktionieren anscheinend teilweise noch. Hier geht's nach unten. Mal gucken, ob wir da direkt rüber kommen wir wahrscheinlich nicht. Ah ne, das ist irgend so eine, weiß nicht, Kerosin oder was auch immer der Treibstoff ist da. Irgendwie Raketentreibstoff, der da wahrscheinlich ausgelaufen ist. Wo das hier drinne steht. Na gut, da kommen wir so nicht rein. Da müssen wir wieder irgendwie hier nach oben und dann über einen dieser Wege wahrscheinlich rein, schätze ich mal. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Soll ich nicht mehr an der Stelle nochmal die Sniper? Weil die eigentlich immer doch ganz witzig ist. Geh nochmal ein bisschen nach unten hier schauen. Ob es hier noch was zu entdecken gibt. Ich schätze mal, wenn ich hier reinlaufe, bin ich tot. Ja, das tut weh. Das hatte ich mir fast gedacht. Na dann. Müssen wir wohl hier weiter. Ein Glück, dass wir jetzt wissen, wie man rennt, nämlich mit dem linken Stick drücken. Also eigentlich auch wie bei den meisten anderen Shootern. Die Steuerung funktioniert eigentlich recht intuitiv, muss man sagen. Wo zum Teufel sind denn alle? Wenn ich das wüsste. Geil. Meine Waffe kann da einfach durchgehen. Okay, aber dagegen schießen kann ich trotzdem. Na gut, na gut. Mal schauen, dass wir da irgendwie hier reinkommen. Aber stimmt, wir haben noch gar keine Toten oder so gesehen. Müssten wir ja eigentlich auch mal sehen irgendwann. Oder die liegen halt wirklich, oder das Zeug liegt hier wirklich schon so lange. Hallo! Ist irgendjemand hier? Ich bin da. Oh, ist noch irgendjemand am Leben hier? Momentan bin ich immer noch am Leben, ja. Hallo? Bitte! Hi. Eva, es wird schon bald dunkel. Nein! Nein! Ich werde hier nochmal alles absuchen, verstanden? Und dann finde ich jemanden. Irgendjemand. Datenrettung vollständig abgeschlossen. Hallo? Alle holographischen Dateien stehen zur Verfügung. Das sind die letzten. Okay. Abspielen. Und wieder ein Kapitel zu Ende. Ja, so langsam setzt jetzt die Verzweiflung ein, dass sie, wo sie sehen, dass eventuell kein anderer mehr überlebt hat. Kann ich auch irgendwie verstehen. Die Hoffnung stirbt.
solltest was essen. Ich habe was entwickelt, das uns helfen kann. Schau es dir an. Künstliche Photosynthese. Diese Schätzchen nutzen Tageslicht und produzieren daraus Proteine, Kohlenhydrate und Sauerstoff für uns. Unbegrenzt. Klingt gut. Unbegrenzt. Ich gehe und platziere die hier oben auf dem Berg. Ich bin in ein paar Stunden wieder zu Hause. Sag dazu nicht zu Hause. Ja, es muss hart sein, wenn man hier das Gefühl hat, man muss hier für eventuell für immer bleiben. Er scheint es noch ganz gut zu nehmen, oder recht? Ja, er scheint sich damit schon abzufinden. Sie nicht. Sie kommt damit gar nicht klar. Du kannst nicht rausgehen, ohne es mir zu sagen. Das ist gefährlich. Wir sind doch ein Team. Schau, so haben sie es gemacht. Es war keiner in der Pilgrim, als wir kamen, weil sie schon weg waren. Sie reparierten einen Shuttle und verschwanden dann. Und wir werden das Gleiche machen. Sie hatten wahrscheinlich mehr Leute als wir, aber wenn wir... Eva! Was? Wir müssen reden. Komm mal raus. Das müssen, wir müssen reden ist nie was Gutes, aber es ist auf jeden Fall notwendig, dass Sie sich da ein bisschen aussprechen jetzt. Okay, was? Schau hoch. Dieser Stern. Sein Kern leuchtet besonders, denn er verliert seine Wasserstoffschicht schneller als die anderen. Das ist ein völlig einzigartiges Verhalten für einen Stern. Du erkennst ihn. Du weißt, wo wir sind. Er heißt Ulas 744. Einer der am weit entferntesten Sterne von der Erde. Wenn du weißt, wo wir sind, kennen wir die Route nach Hause, richtig? Ja. Aber das heißt auch, dieser Planet liegt fast 800.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Oh. Das ist weit. Sagen wir, du reparierst das Shuttle. Ohne ein Wurmloch zur Überbrückung der Distanz dauert die Reise zur Erde... Sie würde... Die Reise dauert... Wie lang? 3 Milliarden Jahre. Falls wir ankämen, wäre die Sonne schon lange ausgebrannt. Die Erde wäre vereist. Die ganze Menschheit wäre fort. Wie sollen wir denn dann nach Hause kommen? Zu Hause ist vielleicht nicht mehr die Erde. Vielleicht ist es hier. Lass mich bloß in Ruhe. Ja. Wird die Geschichte auch gerade, jetzt kriegt man echt Mitleid mit den Protagonisten, die hier mit dabei sind. Hier ist Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Wiederhole, hier Eva Tyson. Kann mich irgendjemand hören? Sehr storylastig alles. Finde ich aber auch gut, dass auch mal so ein bisschen Ruhe hier reinkommt und die Geschichte forterzählt wird. Weil die ist schon interessant eigentlich, die Geschichte. Das ist nicht viel. Aber ich habe einen Geburtstagskuchen. Oh, er gibt sich echt Mühe. Ich will dich nicht kennen. Oh, sie kommt da echt gar nicht klar mit der Situation. Irgendwer... Bitte, irgendwer muss da draußen sein. Jetzt haben wir es gerade aus ihrer Sicht gesehen. Stehe. 123 Tage sind sie schon hier, krass. Oh, ich glaube, jetzt langsam verliert auch er die Nerven. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Tut mir leid.
gesagt? Nein. Oh, ja. Verzweiflung macht sich breit. Mittlerweile Tag 193 schon. Look around your world, pretty baby. Is it aching with some nameless need? If there's something wrong and you can't put your finger on it, right then, roll to me. Ich bin jetzt deine persönliche Delamitri Jukebox, bis du mir verzeihst. Für was? Wahrheit schmerzt. Und als du sie gesagt hast, tat das weh. Aber das gibt mir nicht das Recht, dir weh zu tun. Es tut mir leid, Grant. Zu Hause ist vielleicht hier. Okay, sie hat sich wieder berappelt. Es besteht doch noch Hoffnung, dass sie sich wieder... Oh, doch. Jetzt wird wieder alles gut. Sie, glaube ich, haben wieder ein bisschen Hoffnung. Oder sie haben sich damit abgefunden, je nachdem. Aber sie scheinen zumindest nicht verrückt zu werden. Ist gut, dass sie sich noch gegenseitig haben. Stell dir mal vor, die wäre alleine da. Oder er wäre alleine da. Ich glaube, das wäre übel geworden. Lecker aus. Ein weiteres Jahr ist vergangen. Das zeigt auch, wie weit die im Voraus sein müssen. Dass die eben nicht nur ein paar Stunden vor uns vielleicht gelandet sind, sondern dass die schon deutlich länger vor uns gelandet sind. Und wir vielleicht wirklich der einzige noch Lebende sind hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Sind noch ziemlich viel zu essen haben, also die Essensrationen scheinen auf jeden Fall auszureichen. Und es ist wieder Geburtstag, wieder ein weiteres Jahr vergangen. Jetzt machen wir doch größere Zeitsprünge auf jeden Fall. ...1530 ist es jetzt schon. Oh, sie haben sogar Pflanzen angepflanzt. Nicht schlecht. Sind das Tomaten oder so? Das ist in der Art. Die sind zu klein, aber... Oh. Na, Tomaten sehen anders aus. Ja, das stimmt. Oh, sie ist schwanger. Das heißt, sie gründen hier eine neue Kolonie. Ich mach das.
Und sie haben ein Kind bekommen. Ich komme. Das ist sehr, sehr viel Story jetzt in dem Part auf jeden Fall. Komme ich nicht viel zum Reden, aber gehört für mich auch mal dazu. Caroline, sei bitte vorsichtig. Die Geschichte, Mom. Meinst du nicht, diese Geschichte ist etwas zu gruselig? Mom. Okay. Also, das Wurmloch öffnete sich und es verschluckte die ganze Station. Und mich und dein Dad. Und den Piloten, denke ich. Ist das die Person in dem kleinen Schiff? Ganz genau, das kleine Schiff. Es verschluckte uns alle, einen nach dem anderen. Wart ihr tot? Nein, wir waren nicht tot. Denn ich erzähle dir ja die Geschichte. Nochmal. Was ist das? Oh, da kam mal wieder was durchs Wurmloch und es war groß. War das etwa das Ende von unseren Freunden? Ich hoffe nicht. Ja, ganz ungewohnt, plötzlich wieder hier rumzustehen. Ja, was? Was soll ich denn jetzt machen? Was mache ich denn bloß? Sie sind weg. Das ist richtig, ja. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Entweder sind sie tot, vielleicht leben sie auch noch. Ich hoffe einfach mal, sie leben noch, aber das war ja die letzte Aufzeichnung. Das heißt, wahrscheinlich hat das Ding sie erwischt. Aber das Kind war ja noch in so einem Schutzbehälter drin. Vielleicht hat das Kind zumindest überlebt. Dass wir vielleicht das Kind zumindest noch retten können oder mit ihm gemeinsam fliehen können. Wobei das Kind, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es in der Zukunft ist. Vielleicht ist das Kind mittlerweile auch schon erwachsen oder so. Ja, wie weit die weiter vorne sind als wir doch. Was? Was? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Krass, Aliens. Ich glaube, wir dürfen gleich gegen Aliens antreten, gegen richtige. Nicht nur gegen diese Krabbelviecher. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Komisch, dass wir die früher noch nicht getroffen haben. Wo ist der hin? Irgendwo ist der. Dann werden wir erstmal richtig mit Gegnern mit Waffen beschossen. Also mit solchen Waffen hier, nicht nur mit irgendwelchen automatischen Geschützen aus irgendwelchen Drohnen. Das ist auch schon Deckung. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Na dann, ich tippe mal. Ich werde nicht zuerst schießen. Muss ich auch nicht. Schießt schon jemand anders zuerst auf mich. Wow, 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 wow. Die Aliens sind auch nicht gerade freundlich. Oh, noch mehr. Bringt mir die Sniper aber nichts mehr. Wobei, ich probiere es nochmal mit der Sniper kurz. Ja, die Sniper tut weh. Müssen wir aber nochmal nachladen hier, die Sniper. So, Sniper ist nachgeladen. Na warte, wo bist du? Kommst du raus? Ich weiß nicht genau, auf welcher Seite er steht. Hinten ist da auch noch einer gewesen. Da unten läuft auch noch einer. Können wir jetzt erstmal dem da... Wow, die können sich sogar hier... Okay, nee, wir nehmen die andere Waffe. Ich glaube, mit der anderen Waffe sind wir besser bedient. Ah, krass! Krass, richtige Alien-Schießereien! Ich geh gleich schon wieder drauf, glaube ich, hier. Na komm her. Komm her, ihr Mistviecher. Aber wie gesagt, sie haben zuerst geschossen. Ja krass, ja gut, das dürften die anderen auf jeden Fall wahrscheinlich nicht überlebt haben, diese Alien-Invasion hier. Krass, krass, krass. Ja, den haben wir jetzt. Nein, den haben wir noch nicht. Na warte. Den kriegen wir auch noch. Dich kriegen wir auch noch. Erledigt. Oder? Immer noch nicht. Kommst du raus? Jetzt ist er tot. Oder? Ja. Lass mal von nahen anschauen, die Viecher. Die sehen auch. Sehen interessant aus. Die sehen aus wie. Garrus, wenn ihr den kennt aus Mass Effect. So schauen die ein bisschen aus. Ja, okay. Auf jeden Fall mal wieder eine interessante Storywendung. Meine Brille ist gerade etwas unscharf geworden. So, jetzt passt's wieder. Einmal muss man die wieder etwas richten, wenn man sich zu viel bewegt. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes.
Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.